Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Alter, was? Ich komme immer noch nicht drauf klar, was wir hier gefunden haben. Jo, hier werden wir aber erstmal attackiert. Jo, das nehmen wir mit. Gibt ordentlich Geld. So, nochmal den hier. So. Wir sind aber nicht vergiftet. So. Hier sind wir aber auch schon ganz oben. Gibt es hier noch irgendwen? Ne. Doch, hier. Ey, du fällst jetzt runter. Ich will deinen Loot haben. Gibt es hier auch noch jemanden? Ich glaube, das hier führt wieder raus. Dann gehen wir mal lieber wieder hier hin. Ich finde das da sehr faszinierend. Ah, hier fallen wir runter. Okay. Ich will irgendwie da rein. Da sind Schätze drin. Ich habe so das Gefühl, das ist das, wo wir hin müssen. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir nach unten? So. Sein Stuff nehmen wir auch mit. Hier geht es auch nochmal wieder nach oben und nach unten. Hä, das ist ja sehr kompliziert hier gemacht. Mit hoch und runter kommen. Und weg ist die. Yo, meine Ausdauer. You drop to the ground completely exhausted. In that state you are easy prey to roaming monsters and never awaken. Wir... Wir wurden hier jetzt runtergeschmissen, oder wie? Nee? Weil die hier jetzt unsere Gesundheit runtergedingst haben, also Ausdauer. Alter, der hat das überlebt? Genau, hier geht's wieder runter. Wie hat der das denn überlebt? Okay, dann gehen wir mal hier so rum. Alter, sind zu viele da unten, gerade. Ja, komm her. Komm her. Na, komm. Autsch. Arschloch. Auch mit dir runter. Könnt ihr ja nicht hochkommen, hier. Komm. Ich nehme es mit euch allen auf. Ah, okay, da kam jetzt ein Geist. Geist macht die jetzt fertig. Jo. So, legt euch mal mit dem Geist an, ja? Da. Da ist ein Geist. Okay, Geist kümmert sich jetzt um die Schlachterfische da unten. Gut. Und ein Wraith. Ne, der Wraith wurde vom Schlachterfisch gekillt, okay. Hey. Jetzt hat er den Schlachterfisch selber erledigt. So. Den haben wir erledigt. So, und da unten müsste noch ein Dude sein. Aber wir machen jetzt den hier. Und bevor nochmal irgendwas passiert, nochmal hier auf die drei. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ach ne, wir haben jetzt die... Der Dings nicht mehr, ne? Stamina nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Achso, das können wir weggeben. Brauchen wir nicht. Müssen wir jetzt da runter, oder? Müssen wir hier wieder hoch? Hier scheint es ja einen Weg zu geben, ne? Mithril nehmen wir mit. Okay, hier gibt es nichts. Müssen wir vielleicht da runter? Oder müssen wir durch den anderen Weg, den wir gegangen sind?
Boah, ich mache hier erstmal ein Safe Game. Auf die 3 nochmal. Nur um sicher zu gehen. Autsch. Okay, der Dude ist hier hingegangen. Ah, okay. Notfalls können wir ja oben klettern. Jo! Alter. Der hat mich jetzt erschrocken. Keine Ahnung, was das jetzt macht. Gehen wir wieder hoch. Irgendwas muss ich ja gemacht haben. Okay, ist jetzt zugegangen. So. Ja, ich trage zu viel und kann nicht rennen, natürlich. Da habe ich jetzt Angst. Das ist ein weiter Weg. Ein sehr, sehr weiter Weg. Oh, ich hoffe, wir können so lange atmen. Ah, okay. Welcher Weg war denn das jetzt genau, den wir jetzt da hinten genommen hatten? Der geradeaus. Okay. Können wir... Ah. Okay, dann jetzt... Ach nee, warte, wir sind... Okay, der hier fehlt noch. Aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie runterfallen. Okay, kein Schaden. Auch wenn der Schaden angezeigt hatte. Da hinten gab es noch Türen, die wir vergessen haben. Unter Wasser. Ja, aber gut, wie kommen wir hier jetzt weiter? Welche haben wir vergessen? Hoch kommen wir jetzt erstmal nicht. Gibt es hier noch irgendwie was, was ich jetzt übersehen haben könnte? Wenn wir den wieder hoch machen, was passiert dann? Dann müsste das da oben ja wieder frei sein, ne? Ah, okay, wir haben das runtergefahren damit. Dann muss es hier doch irgendwo... Was ist das? Warte mal. Ich glaube, die Ketten könnten vielleicht was haben. Wir hatten ja schon einmal Ketten gehabt, die uns irgendwas gegeben haben. Wenn wir das jetzt runter machen, was passiert dann, wenn wir die Ketten anvisieren? Die waren ja hier. Aha, okay. Wir sind jetzt ganz oben. Gelandet. Aber okay, wir hatten ja mal solche Ketten gehabt, die uns Levitation oder sowas gegeben hatten. Okay, können wir da einfach rein oder? Ich weiß es nicht, ich traue mich nicht. Machen wir nochmal ein Save. Na, Save Game und lieber auf die 2 jetzt. Okay, passiert nichts. Muss vorher noch irgendwas gemacht werden? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ah, warte, ich sehe da was. Irgendwo ist was aufgegangen. Ja, hier. Ja, das nehmen wir mit. Ja, genau. Nein, boah.
Okay, klettern funktioniert hier nicht so. Doch. Ist das das? Warte, das nehmen wir auch erstmal mit. Wir haben da jetzt was eingesammelt. Totem. Wir haben das Totem. A voice in your head intones, you are Max Dios II. You are my new host. Now, this now and resolutely. You are not worthy to carry the totem of Tiber Septim. Only those of his bloodline may carry me. I will give you a year and a day to accomplish this. Was? Werde ich jetzt drauf gehen oder wie? Okay, hier können wir nicht. Okay. Aber wir haben das Totem. Können wir mal wieder den Weg hier raussuchen. Wo war denn das? Ich glaube, hier war das, ne? Ich glaube, hier ging es raus. Irgendwie so in der Richtung, ja. So. Ah, den nehmen wir auch mal mit. Ach ne, wir mussten hier noch mal ein bisschen runter. Aber das finde ich jetzt echt krass hier. Wir mussten den Weg unten nehmen. Den hier, glaube ich. Ja, hier. Genau, und dann ging's. Genau, hier ging es dann wieder raus. So, dann hier. Oh, ich würde gerne wirklich weiter erkunden wollen. Hier, da. So, genau, dann hier lang. So, genau. Was war hinter der Tür? Ja, lassen wir mal. Wir gehen einfach den ganz normalen Weg wieder zurück. Okay, dann der Ausgang war hier nach rechts. Genau hier. Ich glaube aber, oben in der Haupthalle werden die nicht ganz freundlich auf mich gesinnt sein. Ja. Die sind auch schon da. Nein, aus dem Weg. Ich will hier nur vorbei. Ich will da nur durch. Jo. Okay, schnell raus. Okay, wir haben es hier rausgeschafft. Ich glaube aber, die sind jetzt nicht gerade freundlich auf mich. Was habe ich hier jetzt für ein... Immer... The Eyes of the Law of Daggerfall. Ich bin hier jetzt noch nicht kriminell. Ich bin kein Krimineller. Immerhin. Kann ich hier jetzt was... Ich kann ihm doch hoffentlich etwas verkaufen, ne? So, was habe ich sonst noch? Okay, dann nur so. Jo. Und sonst hat er jetzt hier nichts für mich, ja? Egal, dann gehen wir mal hier wieder raus. Müssen nicht alles erkunden. So, ein Jahr und ein Tag haben wir jetzt Zeit, jemand würdigen zu finden für das Ding. Warte mal. The Totem of Tiber Septim spoke to me in my head. It claims that only those with royal blood can lay claim to the totem. It was given me one year and one day to decide who shall be its true wielder. Okay, da bin ich jetzt gespannt. So, was habe ich jetzt aber noch alles auf Tasche? Diese Credits-Dinger, das habe ich noch. Ah, da habe ich was vergessen.
Da habe ich was vergessen. So, aber den kann ich ja auch noch hier was unter die Nase drücken. Hier die beiden. Und dann hier kann ich auch noch was dem auf die Hand drücken. So, das hier zum Beispiel. Und er hat immer noch nichts. Der Drittes. Ich glaube, dieses Spiel werden wir wirklich ohne eine volle Daedra-Montur durchspielen. Das werden wir nicht schaffen. Ohne volle Daedra-Montur. Ja, egal. Warte, hier hat er immer was. Ah, ruckel, ruckel. So, ich habe jetzt aber keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich warte mal eben. Vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Brief oder so. Kann ich hier jetzt erstmal... So. Sagen wir mal 12 Stunden. Ah, wir... was? Enemies? Was für Enemies? King Godvox says you are an untrustworthy Nord. I am to kill you and take him the totem. Was? Und wo kommen die denn jetzt her? Okay, das fand ich jetzt krass. Dass die mich jetzt attackieren. Okay. Was sagten die Uhr jetzt? 1.28 Uhr. Die haben mich hier um 1.28 Uhr attackiert. Was eine Frechheit. Werden wir jetzt nochmal attackiert? Okay, anscheinend nicht. Aber jetzt müsste es dann spät genug sein. Dass die Bank auch wieder vernünftig offen hat. Der Dude tut mir leid. Der darf jetzt die Leichen da aufräumen. Achso, hier, die könnten jetzt auch wieder was haben. So, der hat nichts Neues. Der hat auch noch nichts Neues. Ja gut, dann können wir eigentlich... Dann ist das egal, was wir machen. Packen wir mal alles da rein. 2, 5, 5, 2, 6. Ja. Dann machen wir das so. Jetzt bin ich aber gespannt, wo soll ich jetzt eigentlich hin mit dem Totem? Ich hab den jetzt hier. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich damit an... Der ist 100.000 Gold wert. Wir haben davon doch eine... Kann ich dem das... Kann ich nicht. Schade. Wirklich schade. Das wäre jetzt zu schön. Mal gucken wir mal. Können wir vielleicht nicht irgendwie irgendwo hinreisen? Aber warte mal, wo war denn eigentlich Shadow Gent? Gent. Vielleicht können wir es einfach null Flagger geben, die Verrückte. Nee. Wo war denn das? Wo war Shadow Gent? Hier war das vielleicht? War tatsächlich hier, okay. Aber neben Nullfagger will ich das jetzt auch nicht geben. Wäre aber lustig gewesen. Aber Gorfok wollte das haben. Hier noch Sinium, ne? Gehen wir mal zu dem.
Mal gucken, was jetzt passiert. Wir hätten. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Ah, wir speichern mal hier jetzt wieder, weil wir das Ding haben. Dann können wir zumindest hier laden. Wir haben ja ein Jahr Zeit, bis wir drauf gehen. So. Der will das ja haben, ne? A nation of orcs is within my grasp. You have given me people a chance at freedom, Maxius said. Should you ever recover the Mantella itself, I shall reward you thrice over for it. The unmistakable voice of Nulfaga speaks softly on your head. I see that the Taupin has found its way into the hands of someone with royal blood. I think it is time you paid me another visit here in Shadowgant. Ernsthaft, da wollte ich gerade noch hin. Max, dear second, your work is not yet done. Warte, habe ich ihm jetzt das aus Versehen gegeben? Ich habe es jetzt ihm aus Versehen gegeben. Das wollte ich jetzt nicht. Warte, dann laden wir. Hier nochmal. Ich wollte das jetzt nicht ihm geben. Dann... Nulfaga hatte ja noch was für uns. Noch haben wir das ja hier auf Tasche. Dann bevor wir das dem geben, dann reisen wir wirklich jetzt nach Shadowgant, wenn die das will. Shadowgant. Ja. Das war wirklich reiner Zufall jetzt. Einfach mal der Verrückten, das war ja die Mutter von Lysandus. Die Verrückte. So. Ist das Ding offen? Ne. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit? Das war ja... Tabs ab. Genau. So. Okay, die Eisenabnahmen tun nicht. Das war jetzt wirklich aber reiner Zufall. Hier, da haben wir Nulfaga wieder. Aber passiert ihnen gerade nichts. Okay. Ich weiß gerade echt nicht, was sie machen wollen. Und Gottfork wollte das jetzt auch nicht unbedingt geben. Ich wollte es nur mal ausprobieren, da der das ja haben wollte. So, okay, kommen wir. Bringen mal woanders hin. Oder wir gehen mal hier nach Varest erstmal. Einfach nur um zu gucken, was passiert. So. Okay, von... A letter flows through the air toward you. Strangely, nobody else seems to notice it. The letter tucks itself into your pack. Okay, da kommt jetzt was. Holy Relic of Cunaret of Daggerfall at the Temple of Cunaret, Underking. Letter of Lady Brisiana. Warte mal, Lady Brisiana. Oxway. Max, this is a second. Centuries ago, Tibur Sadum ruled the land and forged an empire with great Numidium. The secret of Numidium's power lies in its heart, carried within the Mantella. It is the heart of Tibur Septim's battle mage. It is my heart. It is my Mantella. It is my totem. It belongs to me and to none other. I have won and lost an empire. I have no desire to tamper further with mortal affairs. I have in my possession Necromancer's amulet, one of the world's greatest artifacts. You may have it in exchange for the totem. My most loyal agent will await your arrival in Holy Relic of Cunaret of Daggerfall at the Temple of Cunaret, Underking.
Okay. Der Under King will jetzt auch noch von mir. Das Ding. Das Totem. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte Z. Die Waffe einstecken. A cheerful young woman hands you a letter and then walks away, whistling. Lady Brisiana wieder. Max, dear second. If you are reading this, you must have gotten the totem and escaped from the dungeons of Castle Daggerfall. I am in Burning Oracle of Cunaret and of Daggerfall at the Kingford Residence. Bring the totem here as soon as possible. Ich würde auch lieber ihr das geben, anstatt dem Unterkönig oder hier irgendjemand anderen. A portly man bearing the standard of Varys approaches you with a letter. His somber expression never changes, and he speaks not a word. He leaves as silently as he arrived. Digga, noch ein Brief? King Edwire of Varys. Noble Max, my ears have pricked up rumors that you are searching for the totem of Tibar Septim. I too have hunted for this wondrous artifact for many years. Should you find it, I would pay you a healthy ransom, enough to buy your own ship. I will match or exceed any price that Gofret or Akuriti might offer. Never forget your real friends, King Edwire of Varys. Ich habe schon ein eigenes Schiff. Was soll ich mit sie? Warum soll ich jetzt ein eigenes. A page dressed in the livery of Sentinel hands you a letter and silently walks away. Digga! Was geht denn jetzt ab? Hier, neues. Akuriti, Queen of Sentinel. Max, dear second, you are on a quest to retrieve the totem of Tibar Septim. Do not deny it. My spies have confirmed this. The totem is not for commoners, and you cannot use it. Bring the totem to me, and I will pay you 100,000 gold pieces. It is a king's ransom by any measure. You should be warned. Neither Varys nor Daggerfall are loyal to the throne. I am the only regent on the Iliac Bay that can be trusted. The others will only use it to destroy me. Akurithi, Queen of Sentinel. Okay, kommt jetzt noch einer? Kommt noch ein Brief. Irgendjemand muss noch fehlen. A hand grips your wrist from behind, spinning you open your mouth to shout for the guard. A skeletal hand stuffs a letter into your mouth. The heavily robed skeleton raises your wrist and turns away unnoticed by other passersby. Okay, die Nekromanten wollen auch noch. Ja, King of Worms. Maxius the Second. You will soon have the Totem of Tibar Septim in your hands. It is foreseen in the stars, and I have read them. Now use this. All of mortal stature are filled with pride and greed. To give the totem to any of them is to let loose mortal vanity upon this world. They will destroy the very thing they covet. I have no earthly desires. I have no mortal pride, no petty greed. Only one such as I can wield the totem safely. For I would take it into the Aetherius and leave behind this earthly shell. So long as the totem exists, it is a danger to all on Tamriel. Bring me the totem and I will safeguard the world. I will not offer you gold or gems, I will offer you what only I can give. Fame, your reputation throughout Tamriel will soar. Lord of the Recompensers, King of the Worms. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und mit Gorfok 6. Sechs Leute wollen bisher jetzt das Ding haben. Aber ich bin eher auf Seite des Imperiums, des Kaiserreichs, würde ich es eigentlich eher Brisiana geben. Vor allem, ergibt da für mich auch nur Sinn, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie, ja, weiß ich, wo muss ich Brisiana jetzt treffen? So, Lady Brisiana. If you are reading this, you must have gotten the totem and escaped from the dungeons of Castle Daggerfall. I am in Burning Oracle of Cunaret, of Daggerfall, at the Kingford Residence. Burning Oracle of Cunaret. Okay. So. Gebe ich erstmal Cunaret ein.
Dann müsste das hier irgendwo stehen. Burning Oracle of Kunarat, da haben wir's. Da ist sie doch, oder? Jo, alles klar. Alter, was? Drei? Hand over the totem or we'll slaughter you where you stand. Well, are you going to give it to us or make us take it from you? No. Gebe ich euch nicht. Aber schön, dass mir die Wahl gelassen wird. Alter, was? Nein, ich habe erst da gespeichert. Oh nein. Aber wir machen hierhin eine Schnellreise, wieder zurück nach Daggerfall. Ja, alles klar, ich sehe schon. So, dann machen wir einmal den hier. Ja, kennen wir. Dann können wir das hier wieder machen. Ja. So, das wieder ausrüsten. Komm, wer will noch? Die ganzen Briefe. Jetzt müssten das 5 Briefe sein oder 6. 5 oder 6 Briefe. Beziehungsweise, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir kriegen jetzt erstmal 1000 Briefe wieder. Wir werden die jetzt nicht nochmal alle neu lesen. Die wollen jetzt alle das Totem von mir. Alle. Komm, fehlt da nicht noch ein Brief? Jetzt bin ich auf einmal beliebt, ne? Oder warte, wir gucken noch einmal. King of Worms, Sentinel, Underking, Lady Brisiana. Hier. Wo ist sie jetzt? Burning Oracle of Kunarat. Okay. Ja, dann. Ah, und jetzt hier. Da haben wir den 6. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.